Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie sehen mich jetzt in Vertretung der Kollegin Ruth Seidel, die heute einen externen Termin wahrnehmen muss und deswegen hier nicht spricht, also als unsere eigentliche hochschulpolitische Sprecherin. Ich bin ja der Ausschussvorsitzende. Der Kollege Bell hat es eben gesagt, es ist eine wichtige Vereinbarung, ein großer Schritt nach vorne. Ich habe dem Kölner Stadtanzeiger jetzt in der letzten Woche entnommen, dass auch das Kölner Rektorat, was ja immer dafür bekannt ist, die Hochschulplanung des Landes kritisch zu beäugen, um es mal so zu formulieren, also Rektor Freimuth, sich sehr lobend und sehr unterstützend für diese Hochschulvereinbarung ausspricht und auch der Landesregierung dankt für diese klare Finanzierungszusage für die nächsten Jahre. Das ist ja schon was Besonderes, würde ich mal sagen. Er war jetzt ja nicht in der Anhörung dabei, aber hat sich entsprechend so geäußert. Die Hochschulen ihrerseits verpflichten sich ja mit Unterschrift bei dieser Vereinbarung auch selbst tätig zu werden, nämlich ganz klar mehr Dauerstellen einzurichten an den Hochschulen, was uns unter dem Aspekt sicherer Arbeit, guter Arbeit an den Hochschulen ein wichtiger Aspekt ist, die Abbruchquote im Studium zu verringern, auch das ein wichtiger Aspekt, und eben auch mehr Teilzeitstudiengänge einzurichten. Wir hatten als Parlament den Auftrag ja gegeben, an die Landesregierung diese entsprechende Hochschulvereinbarung vorzulegen und entsprechend auch mit den Hochschulen zu verhandeln. Da würde ich erst mal sagen, das ist auch genau so von Seiten des Ministeriums und der Landesregierung umgesetzt worden. Wenn man sich die Finanzierung anguckt, auch für meine Person, der ja Sprecher, Fachsprecher ist, in anderen Themenzusammenhängen im Bereich Verkehr, Bauen, Wohnen, muss man schon neidlos anerkennen, dass gerade im Bereich der Hochschule es in den letzten Jahren zu massiven Aufwüchsen in Nordrhein-Westfalen gekommen ist. Und es sind eben nicht nur Bundesmittel, die durchgeleitet worden sind, sondern das Land hat massiv zusätzliche Mittel in die Hand genommen. Also von den 2,6 Milliarden Euro, die mehr im Wissenschaftsetat drinstehen seit 2010, sind es 1,6 Milliarden, die das Land zusätzlich in die Hand genommen hat. Das ist ein enormer Beitrag. Jeder, der in anderen politischen Bereichen hier tätig ist, weiß, wie sehr man manchmal um 500.000 Euro oder eine Million feilt. 1,6 Milliarden gibt den Hochschulen eine wichtige Finanzierungsgrundlage. Also hier ist auch umgesetzt worden, dass wir Wissenschaft und Forschung entsprechend stärken wollen. Es sind verlässliche Rahmenrichtlinien und Rahmenbedingungen, die hier geschaffen worden sind. Und das hier haben eben auch sowohl die Leiter der Landesrektorenkonferenz an den Hochschulen als auch an den Fachhochschulen in der entsprechenden Anhörung, die wir ja im Wissenschaftsausschuss durchgeführt haben, auch vorgetragen. Ich zitiere oder würde gerne zitieren mit Erlaubnis des Präsidenten einmal Herrn Professor Sagerer, den Rektor der Uni Bielefeld, der in der Anhörung sagte, die Landesrektorenkonferenz NRW begrüßt die erheblichen finanziellen Anstrengungen des Landes ausdrücklich. Die Finanzierungszusagen des Landes ermöglichen uns an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen eine verlässliche Grundfinanzierung für die nächsten Jahre. Und von Seiten der Fachhochschulen hat der Professor Baumann, der eben schon zitiert worden ist beim Kollegen Bell, in der gleichen Anhörung gesagt, das Land gibt mit der Verstetigung eines Teils der Hochschulpaktmittel ein sehr klares Bekenntnis zu einer verlässlichen Finanzierung unserer Fachhochschulen ab. So, das sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Rückmeldungen hier. Auch die Musikhochschulen haben sich ähnlich geäußert, sodass die Hochschulen nicht nur für das Jahr 2017, sondern deutlich darüber hinaus, also in den nächsten 5 Jahren, sehr gute, verlässliche Rahmenbedingungen haben, finanziell, die sie in ihrer Arbeit einsetzen können, die es ihnen ermöglichen, sichere, solide Arbeitsplätze an den Hochschulen zu errichten und wegzukommen oder ein Stück wegzukommen von den immer wieder kritisierten Teilzeitstellen, die hier viele Akademiker auch sehr, sehr stark in ihrer Planung, in ihrer Karriereplanung, in ihrer Familienplanung auch eingeschränkt haben. Die Hochschulen Nordrhein-Westfalen haben verlässliche Rahmenbedingungen und das ist mit dieser Hochschulvereinbarung 2021 entsprechend umgesetzt worden. Es wäre gut, das ist natürlich nur ein Appell. Es gibt ja manche Dinge, die auch ein bisschen über den Parteienstreit hinausgehen. Deswegen würden wir uns wünschen, wenn diese Vereinbarung auch von Seiten der Opposition mitgetragen würde oder zumindest, wenn die Opposition bereit wäre, die Rahmenplanung entsprechend mit zu unterstützen, weil das auch ein gutes Signal ist an die Hochschulen, dass man sich an dem Punkt hier im Hohen Haus einig ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Töckel.